Hallo, hier ist Sort und heute möchte ich euch den Turnierbericht für das letzte Turnier, auf dem ich war, einmal präsentieren. Und zwar war das die vierte Schlacht um Bremen, halt in Bremen. Und das war auch mein erstes Turnier in der siebten Edition. Und das Besondere daran war, dass jetzt mit Escalation und Stronghold Assault und Knights und so alles erlaubt war, was das Warhammer-Regeluniversum so hergibt. Ja, und da habe ich dann die Chance auch genutzt und aus Escalation den Haridan gespielt, also die fliegende gigantische Kreatur der Tyranniden. Auch die einzige fliegende gigantische Kreatur, die es so gibt. Ja, und da habe ich dann eine Liste drum gebaut, die in etwa, ja, so aussah. Er hat der Haridan für 735 Punkte, das ist schon ein Großteil einer 1058-Punkte-Liste. Zwei Flugtyranten mit natürlich Neuralfressern und Schocknarden. Immer Q. In der Elite nur ein Toxotroph, der dann auch seine Bastion hatte, damit er sich da verstecken kann und den Steyr weitergibt. Im Standard zwei Minimal-Absorberschwärme, die halt schocken und dann in Malstrommissionen auf den Missionszielen sitzen. Ein Dreier-Kriegertrupp, der ein bisschen Synapse hinten noch gibt für den Toxotrophen und so, dass das nicht alles wegrennt. Und zwei Schwarmdruiden im Sturm, die ja auch sehr gute Fliegerabwehr haben, auch gute Panzerabwehr mit den Impulsraketen. Und das war dann halt eine Heavy-Fliegerliste mit fünf fliegenden Kreaturen, von eine gigantisch war, mit einem Widerstand 8 Lebenspunkten, Stärke 10 und 12 Schuss, Stärke 10, DS3. Ja, und damit konnte es dann auch losgehen. Erstmal so allgemein, das ging an einem Tag, das Turnier, von 9 bis 20 Uhr, auch wenn es dann 21 Uhr geworden ist, da hat es mit der Planung wieder nicht so ganz hingehauen, oder das kennt man ja von Warhammer. Ja, ich hatte mich auch vorher vergewissert, weil ich habe mir jetzt meine Alien Queen, mein Alien Queen Modell als Haridan genommen, ob das auch so funktioniert. Ja, waren alle mit einverstanden und da konnte es auch losgehen. Ich war auch der Einzige mit einer gigantischen Kreatur da. Knights hatten noch zwei andere gespielt und einer hatte auch den Banesword. Oder Hellhammer, ich weiß jetzt nicht genau, welcher das war, jedenfalls einen von den super schweren Panzern mit. Den habe ich nicht, aber nicht gespielt. Ja. Mein erstes Spiel ging dann gegen Dämonen. Ja, halt dieser Ziench-Horror-Spam jetzt, mit den ganzen Ziehstufen, 22 hat er, glaube ich, von Anfang an. Ein Kreischer-Star, Screamer-Star mit drei Herolden, mit dem mit diesem Grimoire, dass das 2 plus mit Wiederholen dann ist und so, ne? Kairos Schicksalsweber als HQ. Ja, so sah dann unser erstes Spiel aus. Da sieht man jetzt auch mal die Alien Queen im Ganzen, wie alles dann einfach von mir nach vorne geflogen ist. Ja, das war ganz lustig. So, ich hatte im ersten Zug First Blood, tötet den Kriegsherrn und mein erstes taktisches Missionsziel holen können. Ach ja, das war nämlich auch noch. Es gab in allen drei Spielen ein primäres, ein sekundäres und ein tertiäres Missionsziel. Primär waren einmal, also hier war es jetzt das Relikt im ersten Spiel, das zweite war kein Kontakt, also eine Malstrommission, die wo man die taktischen Objekte kriegt, wenn man an Missionszielen steht. Auch so meine Lieblingstaktische Mission, dass man an die Missionsziele noch ein bisschen mehr gebunden. Und die dritten waren immer hier, tötet den Kriegsherrn und das Ganze darum herum. Na, jedenfalls hatte ich dann gezogen, tötet den Psioniker. Und dann hatte ich dann die Alien Queen, also den Haridan, so gezogen, dass er den Kairos mit seinen 12 Stärke 10, ich hatte den ersten Zug, sofort hätte ausschalten können, weil der hat nur Widerstand 5 und hat noch nicht geflogen. Ja, selbst wenn, hätte ich ihn ja treffen können. Ja, dann habe ich drauf geballert. Hat leider nur BF3 und haben nur zwei getroffen. Immer noch verwundet. Hätte er einen seiner 4-Plus-Retter, hatte er zu dem Zeitpunkt erst verhauen müssen. Hat eine 3 und eine 4 gewürfelt. Aber er kann ja immer einen Wurf wiederholen, der Kairos. Und dann hat er noch die 3 wiederholt und das noch geschafft. Oh Mann, das war ein bisschen ärgerlich, so dass ich so schlecht getroffen hatte. Vor allem ging es dann im nächsten Zug los. Absoluter Psi-Spam. Da kommen erstmal noch ein Portal hinten rein. Dämonetten werden sich dazu geholt, noch mehr Horrors. Der Screamer Star kriegt auch seinen 2 plus Retter. Kairos fliegt nach vorne, gibt sich selber Deckung ignorieren, schießt mir
meine erste Schwarmdrude vom Himmel. Ja, mein tolles neues Modell für 60 Euro gekauft. Das war in den ersten beiden Spielen mein First Blood Kill. Also das war ein bisschen doof. Naja. Ja, und dann habe ich ihn auch nicht mehr erwischt. Da ist er einfach vom Spielfeld geflogen. Der Screamer Star nach vorne und ich hatte mir schon gedacht, so, oh nee, so kann das nicht gehen hier. Du wirst mit Immun zugesperrt und so, du musst da jetzt irgendwas tun. Ja, und was wozu habe ich mich entschieden? Der Harry da ist gelandet. Der Screamer Star ist direkt zum Relikt geflogen und ich bin da mit dem einfach hinterher. Mit dem Relikt kann man sich hier nur noch 6 Zoll bewegen. Da dachte ich mir, ja, so eine gigantische Kreatur, die sich 12 Zoll bewegen kann, die kann den auf jeden Fall dann einholen. Bin ich dann da gelandet und hab den Screamaster angegriffen. Ja, und was soll ich sagen? Das war genau die richtige Entscheidung, weil die Stampfattacken die Rettungswerfer total ignorieren. Okay, die hatten da jetzt auch nur noch einen 5er Retter, weil die den Grimoire verkackt hatten, aber trotzdem. Die Stampfattacken auf einer 6 kannst du ja gleich alles wegnehmen. Und ja, da hieß es dann Screamaster weg und damit lief der Harry dann mit dem Relikt rum. Ja, weil das habe ich da echt gemerkt. So, gegen Todessterne sind die gigantischen Kreaturen oder halt alles, was stampfen kann, absoluter Hardcounter. Und das hat mir dann auch, also auf jeden Fall den primären Sieg gebracht in diesem Spiel. Das mit dem Sekundären war so ein bisschen blöd. Er hat immer richtig gut gezogen. So Sachen wie halte das Missionsziel, auf dem du eh stehst und das dreimal. Okay, die Liste war auch sehr auf Malsturm ausgelegt, so er konnte ja überall hin Dämonen spammen, wo er wollte. Auch Dämonetten, die sind ja richtig schnell mit ihrem Rennen. Plus 3 Zoll und ja. Also, der Sekundär hat er haushoch gewonnen. Ich glaube, ich hatte so irgendwie nur 6 Punkte am Ende, auch wenn er am Ende nur noch von seinen ursprünglichen Figuren irgendwie ein paar Horrors hatte. Also ich habe da auch noch richtig aufgeräumt. Ich habe alles irgendwie in Klump geschossen, als dann der Screamer da weg war. Kam hinten auch noch bei mir zwei Zermalmer rein, die an die Bastion wollten, aber es hat auch nicht mehr viel gebracht oder die Durchbruch wollten. Durchbruch haben dann am Ende die Dämonetten gebracht, die ich nicht weggekriegt habe, aber die Zermalmer, die sind durch meine Schwarmtruden und den Haridan dann auf jeden Fall gefallen. Haben auch nicht viel Schaden angerichtet, einen Krieger noch getötet und das war's. Ja. Dann hatten wir Tertia unentschieden, Sekundär hatte er gewonnen, Primär hatte ich gewonnen, das war dann ein 12 zu 8 Sieg. Also ein recht knapper Sieg. Aber war ich schon ganz mit zufrieden. Der erste Zug hätte halt viel entscheiden können, wenn Kairos gleich gefallen wäre, dann hätte ich First Blood gehabt und wäre der tertiäre Sieg auch noch mein gewesen. Naja. Aber ich glaube, sekundär hätte ich das Spiel gar nicht gewinnen können mit den taktischen Zielen, da war die Liste zu sehr drauf ausgelegt von ihm. Ja, aber auf jeden Fall war ich mit dem ersten Spiel sehr zufrieden. Alle dann gleich so, oh Gott, ey, gigantische Kreatur, das ist ja echt ein dickes Ding hier, so, ne, kam auch immer alle an den Tisch und haben sich das angeguckt, wie der so performt hat. War schon ganz lustig, also das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, damit zu spielen. Ja, dann gab's Mittagspause, bisschen Grillfleisch und so, ganz nett. Und dann im zweiten Spiel ging's weiter gegen Dark Angels. So, die beste, okay, das war auch die einzige vollständig bemalte Armee, gegen die ich gekämpft habe, aber auf jeden Fall die bestbemalteste. Richtig gut, zwei Land Raider, Crusader, Ravenwing, Skriptor mit dem mit diesem Energiefeld und ein Bolter-Banner drin und Samnael und diesen Nightshroud-Speeder. Ja, das war quasi Synergie-Todesstern wieder so, ne? Und ja, was soll ich sagen? Die die Haridan war da einfach genial gegen. Also ich bin einfach wieder stumpf nach vorne. Ja, Plasma und Bolter-Spam hatten wir dann den ersten Schwarmtrude da, die da noch oben auf der zu dem Gebäude steht, hat sie mir wieder runtergeschossen. Naja, gut. Dann kam aber die Alien Queen wieder nach vorne, wurde abgeschossen und abgestürzt und das habe ich natürlich genutzt, um anzugreifen. Okay, hier ist nochmal die schön bemalte Armee von ihm. Kann man sich das alles gut angucken. Er war auch ein Anfänger. Also er hat vielleicht sein zweites Turnier jetzt gehabt und auch in der 7. Edition noch nicht so viel gespielt und war halt eher der Bemaler und so, das hat man noch ein bisschen gemerkt, weil wir ein paar Regeln nachfragen mussten und sowas, wo ich mir aber auch nicht sicher war unbedingt. Ja, aber es war ganz nett gegen ihn. Das ist ja auch toll, dass man auf Turnieren immer so viel lernen kann. Auf jeden Fall ganz ja, entspanntes Spiel.
Ja, dann kam halt der Harry da nach vorne. So, greift da alles an. Ja, bindet da erstmal ein bisschen was im Nahkampf. Sondern er hat zurückfallen auf Inni 5 und er hat zum Glück die 6 gewürfelt. Das hätte mich ein bisschen doof dastehen lassen, weil ich das mit dem Zurückfallen immer überhaupt nicht berücksichtige. Ja. Also. Ja, ich hatte da so gedacht, so ja, ich stampf mal immer auch noch in die Landräder rein auf einer 6, da explodieren die ja, flippen zur Seite, nimm vielleicht noch ein paar Bikes mit. Aber das hat so nicht geklappt. Aber es ist tatsächlich eine 6 gekommen. Und da, wo man halt das gerade sieht, da war halt der Skriptor, das Bolter-Banner direkt unter jemand Samnael. Ja, und was passiert? Schablone rauf beim Stampfen. Also die normalen Nahkampf-Attackenstärke 10 sind zwar auch gut, aber gegen Rettungswürfe von 4 plus kann ich da natürlich überhaupt nichts machen. Das war halt echt dann, die 6 kam. Und ich mach da den absoluten Freudentanz, ey, rastet total aus. Und er weiß überhaupt nicht, was los ist. Und dann sage ich ihm halt, ja, du kannst deinen ganzen Star da halt wegnehmen, quasi so, ne? Und da war er richtig irritiert, musste ich ihm die Regel erstmal zeigen. Und da, das hat ihn auch ein bisschen gefrustet, glaube ich. Das war, ist aber auch schon hart, wenn dir da so der wichtigste Kern deiner Armee einfach weggenommen wird durch den Stampfer. Ja, das ist halt das Harte an den fliegenden monströsen Kreaturen, den gigantischen, das ist. Das hat dann auch wesentlich das Spiel für mich entschieden. Der Harry dann wurde noch richtig angeballert von ganz viel Melter-Bikes und Plasma-Bikes und so. Hat am Ende noch einen Lebenspunkt gehabt. Aber der hat echt mit seinem Feel No Pain, ey, bis zum Schluss durchgehalten. Ich habe am Schluss ein paar richtig unfaire Würfe noch geschafft, so. Weiß nicht, bestimmt 4 Feel No Pain Würfe noch am Ende. Wo er hätte eigentlich fallen müssen mit seinem letzten Lebenspunkt, aber er hat es bis zum Ende geschafft. Ich habe dann mit ihm und den Flugtyranten noch die Land Raider und das alles rechts dezimiert, bis am Ende nur noch der Night Shroud mit seinem 2 plus Schleier, den konnte ich nicht wegkriegen. Und ein letztes Bike noch stand. Und das Spiel habe ich dann, ja, wie es nicht anders zu warten war, 20-0 gewonnen. Da hatte ich auch sekundär recht gut gespielt, also da waren wir relativ im Gleichstand. Ich hatte dann am Ende 2 Punkte mehr irgendwie als er. Wobei das auch, also hier war primär taktische Eskalation. Oder ja, doch taktische Eskalation, wo man erst 6 Missionsziele hat und das dann immer einmal weniger wird. Und ja, da hat er dann noch einmal eine gezogen, wo er 3 auf einmal dazu gekriegt hatte, ganz einfach. Das war, dass er 3 Missionsziele irgendwie gehalten hat. Das ging damals zu dem Zeitpunkt mit den Bikes noch. Und ja. Da war er dann kurz vor mir, aber ich habe das zum Glück auch gezogen und dann ging das wieder bergauf mit mir und ja, das war ein überwältigender Sieg, sage ich mal. Ja, also da war ich schon sehr euphorisch, weil mit 32 Punkten und im nächsten Duell Killpoints wäre dann die dritte Mission gewesen mit Pattsituation als letzte, also wo man am Anfang, ah nee, warte, das war ja, weiß auch nicht. Jedenfalls auch als eins von diesen Missionszielen, wo man anfangen einen hat und dann das immer mehr werden am Ende. Ja, das letzte Spiel dachte ich halt so, Mann, da ist meine Liste total drauf geschrieben. Ich gebe nur 10 Killpoints raus und auch noch richtig schwere, so mit den Fliegern, ne? Die kriegt man nicht so leicht runter. Ja, aber die Liste, gegen die ich gespielt habe, war Grey Knights und die hatten einfach noch weniger Killpoints rausgebracht. Das war dann so ein bisschen. Die hatte nämlich diesen Knight Grenadinus, dieses Void Shield, nur ein Trupp Purifikatoren. Das war halt dieser spezielle Grey Knight Liste irgendwie, glaube ich, dieser spezielle Grey Knight Organisationsplan. Halt Terminatoren und ein Skriptor Level 3 im HQ, der halt Unsichtbarkeit verteilt hat. Und das war ein bisschen schwer für mich. Und ein Stormraven noch. Der war ganz okay, aber ja, das hat sich. Also die Liste hat halt insgesamt nur 8 Killpoints abgegeben und da, ja, hatte ich dann schon gedacht, oh Mann, da darf ich nicht so auf Unentschieden spielen oder sowas. Da muss ich jetzt echt knallhart rangehen. Ist natürlich bei mir dann auch alles nach vorn geflogen. Ich habe im ersten Zug erstmal diesen 12 Zoll, 12 Panzerung 12 Schild von diesem
Energieschild da halt weggeballert und das Gebäude auch zerstört. Das hat mir dann auch fürs Blatt gebracht, das war ganz gut. Achso, ja. Er hatte noch zwei weitere Killpoints. Und das war, da konnte ich überhaupt nichts gegen machen. Da hatte ich dann, also das war der Hardcounter quasi gegen mich. Und zwar waren das zwei Nemesis Zierritter, die einfach durch meine Fliegenden unten durch sind, meine Bastion angegriffen haben, die Krieger da vernichtet haben, den Toxotrophen vernichtet haben, noch ein Absorberschwarm, der da hinten zur Sicherheit geschockt ist eigentlich, haben sie weggehauen und haben allein da hinten dann 4 Killpoints geholt. Was richtig übel für mich war. Und die beiden hätten ja auch nur einen gegeben. Hatte ich natürlich ein Problem. Ja. Und das Problem war halt auch, mein Kriegsherr ist abgestürzt durch einen Psi-Test. Das war ein bisschen arg schlimm. Ich habe den normalen Grey Knight-Angriffstrupp, den hatte ich, der halt im Standard war, den hatte ich dann noch gejagt mit dem Haridan. Bin dafür aber gelandet und dann ist der Knight an mich rangekommen. Oha, das war ein Riesenfehler, weil der hat auch mal eben so 6 Lebenspunkte weggehauen mit seinen Titankiller-Attacken. War zum Glück nicht mehr, also er hat die 6 nicht geworfen. Und ich habe dann aber beim Zurückschlagen nicht viel geschafft, so. Und dann ging der Nahkampf noch eine Runde weiter mit dem Haridan und mit dem Knight. Und das war dann ultra spannend. Ich hatte noch, also er schlug zuerst zu. Ich hatte also 2 Lebenspunkte hatte ich noch. Er hat eine Verwundung gemacht, aber zum Glück mit dem W3 dann nur eine Wunde und die 1 gewürfelt. Das heißt, ich konnte noch zurückschlagen und dann habe ich es auch geschafft, den Knight zu zerstören. Den hatte ich auch vorher schon mit den Flugtyranten ein bisschen beballert. Ja, und dann ist der aber explodiert und der hat ja diese TK, apokalyptische Explosion, und hat die Haridan noch mitgerissen. So, das war dann noch das erste Mal, dass der Haridan im Turnier gestorben ist, aber er hat eine große Erfolgsserie hinter sich gebracht, auf jeden Fall. Ja, das war dann aber am Ende ein 20-0-Sieg für ihn, wodurch ich dann letztendlich nur auf Platz 16 von 40 Spielern so ungefähr gekommen bin. Weil mit den taktischen Missionen hatte ich wieder richtig Pech. Ich konnte ja auch keine halten irgendwie, meine Absorber einfach weggeflamed worden von Knights und so. Ja, gegen Knights konnte ich halt wirklich nichts machen wegen dem 2 plus Rüster. Ja, und 5 plus Retter, da hätte ich immer Überflugattacken machen müssen. Ich hätte aber auch grundsätzlich die ganze Zeit einfach fliegen müssen. Mit meinen Fliegern nie runtergehen. Auch vielleicht mit den Psi-Kräften ein bisschen defensiver spielen, dass sie sich nicht irgendwelche Absturztests erzwingen. Dann hätte es vielleicht noch anders ausgesehen. Also ich hätte die Knights mit Überflugattacken, nee, die Nemesis-Ritter mit Überflugattacken behaken müssen. Den Knight hätte ich mit den Schockmaden und den 12-Schuss Neuralfresserschüssen auf jeden Fall noch weggekriegt. Dann hätte es vielleicht klappen können. Er meinte auch, dass er am Anfang so gedacht hatte, oh, da hat er keine Chance gegen die Liste, aber da er mich halt unterlaufen hat, hat er das echt noch gepackt. Ich habe auch seinen unsichtbaren Kommandotrupp da nicht weggekriegt. Den hat er halt noch am Ende stehen, den Stormraven, den hätte ich eigentlich kriegen müssen, aber der hatte ein bisschen Glück mit seinem Jinken und der hatte dann am Ende auch noch einen Rumpfpunkt. So, dass es halt am Ende so aussah, dass ich noch die Haridane irgendwie da fliegen hatte, aber das nicht mehr viel gebracht hat. Er hatte auf jeden Fall mehr Killpoints und ja, das war schade. Schade Marmelade. Aber an sich war das Turnier richtig gut. Hat mir voll viel Spaß gemacht, vor allem mit dem Großen zu spielen. Das ist, ja, also gegen Todessterne halt echt ein Hardcounter. Aber wie gesagt, nicht unbesiegbar, ne? Also gegen so Nemesis Psi-Ritter muss man da dann gucken, wie man rankommt, weil der hat ja auch nur DS3 mit seiner Waffe und so. Ist halt kein TK, ne? Aber ist halt schwer zu töten wegen seinem Fliegen und 8 Lebenspunkten. Das muss man ihm schon lassen. Ja, aber halt kein Auto-Win, ne? Das muss man auch immer bedenken, so. Es gibt auch Sachen, die dann einfach den TK wieder töten können, also den Titan oder den Giganten. Zum Beispiel die Graf Centurions da. Da hätte ich auch eher Probleme mit. Ja. Ja, alles in allem, echt nettes Turnier.
Was ich auch besonders noch cool fand, am Ende, hier das Foto habe ich noch heimlich geschossen, habe ich den Vito, der hat einen Blog namens Kleiner Gargoyle getroffen, den ich auch verfolge, der auch ein leidenschaftlicher Turin-Fan ist und hier seine Liste war halt auch mit diesem Energiefeldschild da, selbst gebaut, so im Turin-Stil fand ich richtig gut. Ja, bei Gargoyles, der Living Artillery Node, also der lebenden Artillerie mit dem Exokrin und drei Biowohren, Morgon, zwei Flugtyranten, Krieger, auch minimale Absorberschwärme und Schwarmwachen waren da noch mit drin. Also das war eine bisschen Allround-Liste so und der hat's einen Platz über mich dann geschafft. So. Das war ganz cool. Hat dann auch als erstes gegen meinen Kumpel Maggie gespielt, dem ich eine Liste zusammenschustern musste, so im letzten Augenblick, weil er nicht an seine Space Marines rankam. Habe ich ihm eine Astroball weg Dark Elder Liste mit meinen Dark Eldern geschrieben, die er sehr ulkig fand, aber die halt nicht so, auch nicht so die Turnier-Winner Liste war erst dann auf Platz 32 irgendwie gekommen. Ja, auf jeden Fall ein recht gutes Turnier. Werde ich auf jeden Fall dann wieder machen und auch das nächste Mal, wenn dann wieder Eskalation erlaubt ist, spiele ich auf jeden Fall wieder ein gigantisches Viech, weil das fand ich einfach richtig cool. Das ist auch echt so ein Hingucker, ne? Ja. Die Knights, die sind ja so ein bisschen schon Standard irgendwie, aber sowas ist dann nochmal irgendwie eine Stufe härter. Aber wie gesagt, halt nicht unbesiegbar, ne? Ja. Gut. Das war's dann von mir. Und bis zum nächsten Mal.